Die Weissagung verachtet nicht, prüfet aber alles, das Gute behaltet. Also wir werden aufgefordert, wir sollen es nicht verachten, aber wir sollen es prüfen. Und wenn es von Gott ist, dann behalten wir es. Und wenn es nicht von Gott ist, dann lehnen wir es ab. Also wie weiß man, ob es von Gott ist oder nicht? 2. Chroniker 20:20, höret mir zu, Juda, und ihr Einwohner von Jerusalem, vertraut auf den Herrn, euren Gott, so könnt ihr getrost sein und glaubet seinen Propheten, so werdet ihr Glück haben. Wir werden also aufgefordert, um zu glauben. Denn es werden falsche Christusse, falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um womöglich auch die Auserwählten zu verführen. Ja, wenn das so kompliziert ist, sagen einige besser die Finger weg. Gar nichts mit den Propheten zu tun haben. Wie weiß ich, ob das von Gott ist? Nein, Gott sagt, wir müssen prüfen und wir müssen das Gute behalten und das Nicht-so-Gute müssen wir entfernen aus unserer Gegenwart. 1. Johannes 4,1, Geliebte, glaubet nicht jedem Geist, sondern prüfet die Geister, ob sie von Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten hinausgegangen in die Welt. Also viele falsche Propheten. Wie soll man da wissen, was Wahrheit ist? Die Bibel und die Bibel allein kann uns diese Antwort geben. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst vor dem Herrn hergehen. Hier ist eine Berufung des Johannes gewesen, Johannes des Täufers. Geh hinaus, du sollst den Weg vorbereiten für den Kommenden. Ein Prophet bereitet also den Weg vor für das Kommen des Christus, Jesus Christus. In der damaligen Zeit, das erste Kommen, ein Prophet ging voran. Vom zweiten Kommen kann man erwarten, dass wieder ein Prophet herankommen soll. Zu erscheinen denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Die Menschen müssen wissen, hier ist der Weg. Also wie prüft man die Propheten? Wir müssen die biblischen Richtlinien ganz genau kennen, sonst können wir in die Irre geführt werden. Also Nummer 1. Die Botschaft eines wahren Propheten steht völlig im Einklang mit dem Wort und mit dem Gesetz Gottes. Also Wort und Gesetz, die beiden müssen zusammengehen. Und hier sind die Texte, ja nach dem Gesetz und Zeugnis werden sie das nicht sagen, so werden sie die Morgenröte nicht haben. Also sie müssen beides erkennen. Das Wort Gottes ist maßgebend, das Gesetz Gottes. Klagelieder 2,9, es ist kein Gesetz mehr da, auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarung mehr vom Herrn. Wenn eines von beiden nicht da ist, keine Prophezeiung. Also ein ganz wichtiges Kriterium. Nummer 2, die Voraussagungen eines wahren Propheten müssen sich erfüllen. Vorsicht, es gibt viele falsche Propheten, die viele Dinge vorhersagen, die vielleicht auch wirklich einmal eintreffen. Also ich kann nicht nur dieses eine Kriterium nehmen und sagen, wow, das ist ein wahrer Prophet, was er gesagt hat, ist ja wahr geworden. Nein, es muss auch mit all den anderen Dingen übereinstimmen. Kann ich einen Nostradamus akzeptieren, der einiges gesagt hat, das wahr wurde? Hat er gelebt nach dem Gesetz und nach dem Zeugnis, ja oder nein? Oder hat er seine Visionen unter Drogen bekommen? Er hat sie unter Drogen bekommen. Also Nostradamus muss ich ablehnen, denn er passt nicht zum ersten Kriterium. Also dann wisse, wenn der Prophet im Namen des Herrn redet und es wird nichts daraus und trifft nicht ein, so ist ein Wort, das der Herr nicht geredet hat. Der Prophet hat aus Vermessenheit geredet, darum erschrickt nicht vor ihm. Noch ein Problem mit diesem Kriterium. Was, wenn die Prophezeiung nicht wahr wird, weil die Bedingungen erfüllt wurden? Zum Beispiel Jona hat gebebt vor diesem Kriterium. Er hatte eine unheimliche Angst, dass Gott in seiner Güte Ninive nicht richten würde, weil sie sich bekehren. Und er soll ankündigen, sie werden fallen.
Also da, die Bedingungen müssen auch mit betrachtet werden. Es gibt zwei Gruppen Prophezeiungen im Alten Testament. Eine, wie es wirklich ablaufen wird, Daniel hatte diese Visionen, Offenbarung hat diese Visionen, und dann gab es eine ganze Reihe Prophezeiungen von einer Geschichte, die nie war. Was, wenn Juda und Israel den Messias akzeptiert hätten? Was, wenn der Plan Gottes durch ihnen erfüllt geworden wäre? Dann hätte das einen ganz anderen Ablauf gehabt. Also diese Bedingungen müssen wir immer mit betrachten. Sind sie im Einklang oder nicht? Also vorsichtig mit diesem, aber ein Prophet redet Wahrheit, wenn es auch bedingte Wahrheit ist. Ein drittes Kriterium: Ein wahrer Prophet erbaut die Gemeinde Gottes. Ein wahrer Prophet ist da für das Volk Gottes. Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermutigung und zum Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Aber wer weissagt, erbaut die Gemeinde. Es geht um die Gemeinde Gottes. Ein Prophet wird zu dem Volk Gottes geschickt. Und aus dem Volk Gottes kann auch einer geschickt werden zu anderen. So wie im Jonas-Fall zum Beispiel. Viertes Kriterium: Ein wahrer Prophet stellt Christus als Sohn Gottes dar. Wenn Christus nicht im Mittelpunkt ist, dann ist es schon kein wahrer Prophet. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. 1. Johannes 4,15. Noch ein Text. Und er hob an von Mose und von allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Ein Prophet ist christozentrisch. Also wenn es geht um einen, was weiß ich, einen Buddha oder einen irgendetwas, das ist schon nicht Prophetie. Lukas 24, 27. Vier wichtige Kriterien. Alle müssen sie zustande kommen. Fünftes: Der wahre Prophet spricht mit Vollmacht. Er versteckt sich nicht irgendwo in einer Höhle und hat nichts zu sagen. Er deckt auf, was falsch ist und was richtig ist. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Matthäus 7, Vers 29. Darum wurden sie auch meist gehasst, gesteinigt, auseinandergesägt, geschlagen und so weiter. Sechstes Kriterium: Ein wahrer Prophet bringt gute Früchte hervor. Darum sollt ihr sie an ihren Früchten erkennen. Matthäus 7, Vers 20. Sie predigen nicht Jesus am Morgen und saufen und nehmen Drogen am Abend. Und dann ganz wichtiges Kriterium. Und dieses Kriterium ist so eindeutig, dass es nicht gefälscht werden kann. Und ich glaube, dass der Feind ein Problem hat mit diesen Kriterien und versucht, sie auch zu ändern in vielen neuen Übersetzungen. Also vorsichtig lesen und sicher machen, dass ihr mit dem Textus Receptus zu tun habt, sonst sind die Kriterien oft weg oder sogar das Umgekehrte. Bei einem wahren Propheten treten in der Vision, wenn sie in Vision sind, körperliche Phänomene auf. Nummer 1: Die Augen eines Propheten sind offen während der Vision. Wenn in New Age-Kreisen einer eine Vision bekommt, fallen sie nieder und die Augen sind geschlossen. Viele Bilder gibt es diesbezüglich. Aber ein wahrer Prophet, wenn er eine Vision bekommt, sind die Augen offen und da sind ganz bestimmte Dinge, die passieren. Bibeltexte. Immer nur Fragen. Gib mir einen Bibeltext, ich möchte nichts anderes haben. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört, der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Das ist richtig. Sie sind offen. Das ist die Schlachterbibel 2000. Die hat es richtig. Wenn man sagt, dem die Augen geöffnet werden, dann ist es schon geistlich zu sehen. Die ursprüngliche sagt, die Augen sind weit offen.
4. Mose 24, 4. Also aufgepasst, er fällt nieder und die Augen sind offen. Hier haben wir ein paar Übersetzungen. New King James hat das sehr gut, ist auch auf Textus Receptus, die so wie die Schlachter. The utterance of him who hears the word of God, who sees the vision of the Almighty, who falls down, runterfällt, with eyes wide open. Das ist richtig. Augen weit geöffnet. Das ist, wenn einer in die Vision geht. Die NIV, das ist so wie die Elberfelder, die sagt, the oracle of one who hears the words of God, who sees the vision of the Almighty, who falls prostrate, der umfällt, and whose eyes are opened. Ganz was anderes. Dem wurden die Augen geöffnet, das kann geistlich sein. Wenn wir dann noch die einige gute Nachrichten zum Beispiel, bestimmte ISBN-Nummern, die sagen, der Prophet fällt hin und die Augen sind geschlossen. Also vorsichtig, ursprüngliche nehmen. 4. Mose 24, 4, Luther 84, es sagt der Hörer göttlicher Rede, der des Allmächtigen Offenbarung sieht, dem die Augen geöffnet werden, wenn er niederkniet. Wow, das ist ja der Hammer. Total falsche Übersetzung. Das ist nicht wahr. Der Prophet fällt nieder, ohne Kraft, und seine Augen sind offen. Also da ist noch so ein Beispiel, wo das Wort verdreht wird, damit man den wahren Propheten nicht erkennen soll. Noch etwas. Zweites physische Zeichen. Der Prophet fällt nieder, aber passt auf. Er atmet während einer Vision nicht und er besitzt keine eigene Kraft mehr. Ganz wichtige Kriterien. Wo holen wir die raus? Daniel Kapitel 10. Ist ja interessant, dass die zusammengefassten Bibeln heutzutage das ganze Kapitel 10 rauslassen. Das ist ein Problem. Und in anderen Stellen wird es dramatisch geändert. Also bleibt bei dem Ursprünglichen. Wir lesen. Und ich, Daniel, sah die Erscheinung allein. Es blieb also, wie viel Kraft in ihm? Keine Kraft in mir. Und ich hörte die Stimme seiner Worte, sank ohnmächtig auf mein Angesicht zur Erde nieder, von wegen Niederknien. Was passierte mit ihm? Er fiel um. Ich öffnete meinen Mund, redete und sprach. Und jetzt hört mal zu. Und kein Odem ist in mir übrig. Das sind wichtige Kriterien. Kein Odem. Er hat keine Luft in sich. Aber er redet. Jetzt, wie redet er denn, wenn er keine Luft holt? Er redet, ohne zu atmen. Wichtiges Kriterium eines Propheten. Kein Odem ist in mir übrig. Da hat die Elberfelder es zufällig richtig. Da rührte mich der, welcher einem Menschen glich, nochmals an und stärkte mich. Also dann kommt Gott und fasst ihn an und stärkt ihn. Wie stark wird man denn, wenn Gott einen anfasst? Sehr stark. Wie stark wurde Simson, als Gott ihn berührte? Sehr stark. Ein Löwe sprang auf ihn. Er ergriff ihn in der Luft und riss ihn in zwei Stücke. Meine Güte, das will gemacht werden. Er rannte zu den Toren der Philister und das ganze Tor samt Fundament hob er hoch und rannte mit diesem Tor auf einen Hügel und pflanzte ihn da oben hin. Das ist stark, sehr stark. Also nochmal. Wenn ein Prophet eine Vision bekommt, die Augen sind offen, weit offen. Er fällt nieder ohne Kraft. Er atmet nicht. Und dann wird er aufgerichtet von Gott und Gott stärkt ihn. Er steht nicht in eigener Kraft. Das sind die Eigenschaften einer Vision. Ganz deutlich aufgezeichnet in der Bibel. Daniel 10, 16. Und siehe, da rührte einer, der den Menschenkindern ähnlich sah, meine Lippen an und ich öffnete meinen Mund und redete und sprach zu dem, der vor mir stand, mein Herr, wegen dieser Erscheinung haben mich Wehen überfallen und ich habe keine Kraft mehr.
Und wie kann der Knecht dieses meines Herrn mit diesem meinem Herrn reden und ich? Von nun an bleibt keine Kraft mehr in mir und kein Odem ist in mir übrig. Ja, er redet mit Gott ohne Odem, ohne Luft, ohne zu atmen, kann er reden. Das sind ganz sonderliche Zeichen. In Englisch, wir haben es manchmal abgeändert, in Daniel 10,17, New King James, das ist so wie die Schlachter, gute Übersetzung. As for me, no strength remains in me now, keine Kraft, nor is any breath left in me, kein Odem, richtig. Die NIV, das ist so wie die Elberfelder, obwohl die Elberfelder es bei euch richtig hat, im NIV sagt, my strength is gone and I can hardly breathe. Wow, das ist schon nicht dasselbe. Ich kann kaum atmen. Das ist nicht richtig übersetzt. Da ist kein Odem in mir. Also zusammengefasst, der Prophet fällt schwach zu Boden. Ist das biblisch? Nach Daniels Visionen beschrieben? Zweitens, er wird von Gott aufgerichtet und gestärkt. Drittens, während der Vision sind seine Augen weit geöffnet. Und viertens, er atmet nicht, obwohl er redet. Ist richtig? Biblisch? Okay, dann können wir ja weitermachen. Epheser 4, 8. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene gemacht und den Menschen Gaben gegeben. Als Jesus in den Himmel auffuhr, gab er Gaben zu den Menschen. Lesen weiter, und er hat gegeben etliche Apostel, Propheten, Evangelisten und so weiter. Da wird eine Liste aufgezählt und die Gemeinde Gottes wird ausgerüstet zum Werk. Und die prophetische Gabe war eine wichtige Gabe. 1. Korinther 12, 28. Und so hat Gott in der Gemeinde gesetzt. Apostel, Propheten, Lehrer, Wundertäter. Wichtig. Was, wenn jetzt einer von irgendwo kommt und sage, ich habe eine prophetische Botschaft für euch. Und erst sagen wir mal, was weiß ich, ein Zoroaster. Würdet ihr ihm glauben? Könnte nicht wahr sein. Aufgepasst. Epheser 4, selbst Paulus, der gerufen wurde, wohin wurde er geschickt? Zur Gemeinde. Zur Gemeinde. Gehe, es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Und Gott gab eine Vision seiner Gemeinde und sie kamen zu ihm. Epheser 4, 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die durch Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Gottes Gemeinde soll aufgebaut werden. Gut, die frühe Gemeinde hatte viele Propheten. Es gab männliche Propheten, weibliche Propheten und dann plötzlich kam eine Änderung. Der Mensch machte Kompromisse mit dem Heidentum. Das Gesetz wurde geändert. Jetzt ist da kein Gesetz mehr. Und die frühen Väter gingen ins Grab. Und Ecclesiastical Research erzählt uns, dass Dinge geändert wurden. Daniel 7, Vers 8, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, welches große Dinge redet. Es kommt eine Macht auf Erden, die wird alles ändern. Die neuen Christen waren eigentlich Heiden, die einen anderen Kittel umzogen. Daniel 7, 25, die Heiligen des Allerhöchsten bedrücken und wird sich unterstehen, Festzeiten und Gesetz zu ändern. Jetzt, wenn eins der Kriterien ist, dass nach dem Gesetz und nach dem Zeugnis geredet werden muss und das Gesetz besteht nicht mehr, das Zeugnis ist abgeändert, dann hört die Prophetie auf, dann haben wir ein Problem. Sprüche 29, 18. Wo keine Weissagung ist, wird das Volk zügellos. Aber wohl ihm, wenn es das Gesetz bewahrt, wenn das Gesetz bewahrt wird. Gesetz ist wichtig. Klagelieder 2, 9. Es ist kein Gesetz mehr. Und was passiert dann? Auch bekommen ihre Propheten keine Offenbarung mehr vom Herrn. Die Dinge gehen zusammen. Gehorsam gehört mit der Prophezie dabei.
Also nach dieser dunklen Zeit kommt Gott mit seinem Geist und er führt Menschen wieder zur Wahrheit. Aber ein Martin Luther hat Gottes Geist gehabt und hat gepredigt, die Wahrheit, und ein Calvin und ein Zwingli und wie sie auch alle heißen. Aber sie waren nicht Propheten. Sie wurden von Gottes Geist geführt, aber sie hatten keine Visionen und sie hatten nicht die Kriterien der Propheten. Sie waren geführt, ja. Also Gottes Führung ist da mit seinem Geist, aber Prophezeiung in dem Sinn einer Vision gab es nicht. Joel 3, Vers 1 und 2 verspricht, dass Dinge sich ändern würden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, das ist predigen, nicht unbedingt Visionen haben. Eure Ältesten werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Viele von uns können Träume haben. Ich bin sicher, als wir Jesus Christus entdeckten, hat der Herr uns manchmal auch geholfen durch einen Traum oder dies oder was. Das macht uns nicht Propheten. Das ist Gottes Führung, ja. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen und auch über die Knechte und über die Mägde will ich einen jeden Tag meinen Geist ausgießen. In der Arbeit, die wir so tun als Evangelisten, passieren oft wunderbare Dinge. Ich hatte mal eine Evangelisation mit meinem lieben Freund François Duplessis, ein lieber alter Prediger, so ein richtiger, lieber, sanftmütiger Mensch. Und der und ich haben zusammengearbeitet. Ich war der Donner, er war die Salbe. Er hat immer zu mir gesagt, Walter, du schmeißt sie um, ich heb sie wieder auf. Und so haben wir immer zusammengearbeitet. Das war eine herrliche Sache. Wir hatten eine Evangelisation in Südafrika, in einer Stadt, wo es ganz, ganz schlimm vor sich ging. Es war wirklich eine harte Sache, dass wir da nicht alles erlebt haben. Aber ein Krieg rund um diese Evangelisation. Ich könnte euch stundenlang beschäftigt halten. Und in dieser Evangelisation kam ein Mann in die Vorträge und hat diese ganzen Wahrheiten akzeptiert. Seine Frau war toll dagegen. Wir haben ihn besucht zu Hause, oder der Prediger hat sie besucht zu Hause und die Frau hat Tee gebracht, hat es im Gang auf den Boden hingestellt und hat gesagt, dich bediene ich nicht, du sollst wie ein Hund es dir hier unten vom Boden runterholen, deine Tasse Tee, wenn du so trinken willst. Naja, so war es, war recht hart. Und mich kannte sie nicht, weil sie war ja nie bei den Vorträgen. Und dann später kamen meine Vorträge und ich fing an mit Ernährung. Und sie hatte Interesse in Ernährung, wusste nicht, dass das der gleiche Club ist, kam in die Vorträge über die Ernährung. Und sie hat ihrem Mann das Leben so schwer gemacht, dass dieser Mann nachher gesagt hat, okay, mit diesem ganzen Zeug will ich nichts mehr zu tun haben und ist auch nicht mehr zu den Vorträgen gekommen. Aber dann kam sie und dann endgültig blieb sie und hat alles akzeptiert. Jetzt hatte sie ein Problem. Jetzt kam sie zu ihrem Mann und sagt, tut mir leid, du hast doch recht gehabt. Und der Mann hat gesagt, du warst so gemein zu mir, du nimmst das nicht an, du gehst nicht zu dem Club hin. Und wenn du dahin gehst, dann schmeiß ich dich raus. Und dann hat er sie rausgeschmissen aus dem Schlafzimmer zuerst und sie hat sich ins Zimmer daneben gelegt und am Abend hört sie, wie sie gerufen wird. Und sie denkt, er hat sich anders besonnen, steht auf, geht rein, der schnarcht, war also nicht er. Legt sich wieder ins Bett, hört wieder, sie wird gerufen, steht auf, geht, nein, ist nicht er. Und sie hat schon nervös und sie denkt sich, mein Leben ist jetzt so geändert, er hat gesagt, ich muss das Haus verlassen, Ehe ist vorbei, alles ist vorüber, was soll ich machen? Ist es wirklich wahr, dass wir die Gebote Gottes halten müssen oder nicht? Kann es so ernst sein? Und plötzlich sieht sie zwei Tafeln vor ihr mit den 10 Geboten und eine Stimme sagt, halte die Gebote Gottes. Das ist also so ein Ereignis, das macht sie keine Prophetin.
Aber das hat sie so gestärkt, dass sie diese Wahrheit akzeptiert hat. Und 2 Jahre lang war ihr Leben Hölle auf Erden. Und eines Tages, mein lieber Predigerfreund, der ist so klug und listig, der hat gesagt, kannst du uns nicht helfen, mal nur jemanden zu transportieren zu der Kirche? Und das hat er dann auch gemacht. Nach 2 Jahren wurde er ein bisschen milder. Hat sich draußen hingesetzt im Auto, kam nicht rein und sagt, nee, in den Verein gehe ich nicht rein. Sitze nur hier. Und dann nachher, da war eine Taufe, da sind wir zu ihm hin, es war kalt und geregnet, gesagt, komm, ist doch so kalt. Setz dich doch nur hinten in die Gemeinde und sitz da und ja, stör dich nicht an, was da passiert, dann bist du wenigstens warm. Ne? Mecker, mecker, kam er rein, setzte sich da hinten hin. Hat alles erlebt. Am Ende war alles vorbei, alle gingen raus, Kirche wurde abgesperrt, er war noch da mit seiner Frau. Und dann sagte er, ich habe meine Taufe verpasst. Ich weiß ja, dass es die Wahrheit ist, aber ich habe sie verpasst. Und dann haben wir gesagt, du hast sie nicht verpasst, das Wasser ist noch da. Kirche wieder aufgemacht. Naja, solche Erlebnisse. Menschen haben Träume, Menschen sehen Dinge. Wir erleben täglich, wie Menschen etwas träumen und kommen und sagen, wir haben gehört, hier ist etwas für uns. Also Gott wird diesen Geist in den letzten Tagen ausgießen. Offenbarung 12, 17. Und der Drache ergrimmte über das Weib und ging hin, Krieg zu führen mit den übrigen ihres Samens, welche die Gebote Gottes beobachten und das Zeugnis Jesu haben. Also am Ende der Zeit wird er eine Gemeinde sein, die wieder die Gebote hat und das Zeugnis Jesus. Ja, wenn das Gesetz wieder da ist und es wird wieder gehalten und die Richtlinien der Bibel sind wieder maßgebend, kann es dann wieder Propheten geben, ja oder nein? Ja, ist das Kriterium wieder da. Also was ist dieses Zeugnis Jesu? Offenbarung 19, 10. Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, Johannes fällt vor dem Engel nieder, ihn anzubeten und er sprach zu mir, siehe, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an, denn das Zeugnis Jesus ist der Geist der Weissagung. Also diese letzte Gemeinde muss den Geist der Weissagung haben. Prophetie ist wieder eine wichtige Sache. Die Bibel sagt also voraus, dass der Geist der Weissagung in den letzten Tagen wieder in Gottes Gemeinde hergestellt wird. Es soll wieder die prophetische Gabe entstehen. Also wenn die Gemeinde, zu der ihr gehört, nicht diese prophetische Gabe hat, dann kann es nicht die richtige sein. Es muss da sein. 1. Korinther 1, 6 und 7. Wie denn das Zeugnis von Christus unter euch befestigt worden ist, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, das schließt die prophetische Visionsgabe mit ein, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Also an der Ende der Zeit, diejenigen, die warten auf die Wiederkunft Christi und die die Gebote Gottes halten und das Wort, werden diese Führung wieder besitzen. Joel sagt, es wird Ereignisse geben vor diesem Erscheinen, die Sonne wird verwandelt werden, Finsternis, der Mond wird zu Blut werden. Wir haben ja diese Kriterien studiert in dieser Serie. Offenbarung 6, 13, die Sterne fallen vom Himmel, dieser Sternenregen. Und dann haben wir ja gesehen, dass zur Zeit William Millers, als diese Endzeit-Prophezeiungen wieder studiert wurden, dass diese Ereignisse stattfanden. Und zu dieser Zeit würde Gott wieder Wahrheit hervorbringen und einen Propheten wieder aufrichten. Zur selben Zeit sieht der Gegner, aha, hier ist etwas los. Also schnell viele falsche Propheten in die Welt hineinschicken, damit man zwischen dem Guten und dem Bösen nicht unterscheiden kann. Also Blavatskis haben Visionen, sprechen mit Figuren, aber die führen nicht zum Gesetz und zum Zeugnis, sondern das Gegenteil. Johanna Southcott sagt, sie ist die Mutter Gottes.
Sie haben sogar eine Operation nachher, als sie starb, gemacht, eine Untersuchung, ob sie nicht den Messias doch im Leib hatte. Ach so, Unsinn haben sie gemacht. Russell kommt und sagt, nein, Jesus Christus ist nicht Gott. Joseph Smith kommt, ich habe eine Botschaft von dem Engel Moroni bekommen. Jesus ist nicht Gott, wir sind Gott. Der Mormon Brigham Young, genau das Gleiche. Und viele falsche Propheten gehen in dieser Zeit in die Welt hinein und lehren Dinge, die von dem Wort und von dem Zeugnis Jesu abweichen. Denn wer nicht sagt, dass Jesus der wahre Sohn Gottes ist, ist ein falscher Prophet. Das sind falsche Propheten. Die Bibel nennt sie auch so. Sie nennen sich Protestanten und sind falsche Propheten. Nostradamus mit seinen Drogen und viele Millennium-Prophezeiungen kommen, die gnostische Lehren lehren. Wir sind die wahren Götter und Jesus als Maximum vielleicht als ein Beispiel. Und Mystizismus kommt in die Welt hinein. Edgar Cayce, der große Mediziner, der hat auch Visionen bekommen. Sogar der Papst hier, Papst Pius X., hat Visionen bekommen und sie waren bekannte Propheten, aber nicht nach dem Wort und dem Zeugnis und dem Gesetz, sondern genau das Gegenteil. Aleister Crowley, was der für eine Wirkung hat, heute noch über junge Leute, die ganze Drogenszene, die ganze Musikwelt beruht sich auf diesem Okkultisten, der gesagt hat, ach, möge ich diesen Wein der Hure trinken und möge sie mich betäuben mein ganzes Leben lang. Also Prophet, Magiker oder was war er? Maria Devi Christos, moderne russische Messia. Oder Jim Jones, der sagt auch, ich bin der Messias. Also viele falsche Propheten in der Welt. Rund um 1840 gab es die große Enttäuschung der Adventgläubigen. Es wurde wieder gesucht in der Bibel, ob sie sich geirrt hatten. Und ein junger Mann mit dem Namen William Foy, ein Schwarzer, empfing Visionen über die Endzeit. Aber er schämte sich und er sagte auch, wer wird mein Wort akzeptieren, denn ich bin nicht das, was die Welt erwartet. Sie werden es von mir als schwarzen Mann in dieser Welt nicht akzeptieren. Und diese Visionen wurden ihm weggenommen. Dann kam ein anderer, der hieß Hazen Foss. Der hatte Visionen über die Endzeit und über das Wort und über die Erwartung des Kommens Christi. Aber er auch sagte, nein, diese Botschaft ist zu schwer. Ich werde sie nicht verkündigen. Endgültig, eine junge Frau, ein junges Mädchen, sie war nur 17 Jahre alt damals, Ellen G. Harmon, nachher wurde sie Ellen G. White, bekam Visionen. Sie lebte von 1827 bis 1915 in Kalifornien. Ein schwaches Mädchen, das schrecklichen Unfall hatte als Kind. Und sie schreibt in einem Brief 1847, nachdem ich die Vision empfangen hatte und Gott mir Licht gab, bat er mich, sie zu verkündigen. Ich schreckte allerdings davor zurück, ich war jung und ich dachte, man würde es aus meinem Munde nicht annehmen. Also erst zwei kräftige Männer, der eine hatte einen Grund wegen seiner Rasse, der andere hatte nicht den Mut dazu und dann das Schwächste aller Schwächsten bekommt eine Vision. Hazen Foss, der die vorige Vision hatte, hört, wie sie verkündigt, was sie gesehen hat, erschrickt und erkennt, dass das genau ist, was er auch hatte. Und er schreibt, er sagt zu ihr, der Herr hat mir gezeigt in einer Botschaft, was passieren sollte, aber ich habe mich geweigert wegen den Konsequenzen. Gestern Abend habe ich dich gehört, geh und tue das Werk Gottes. Ich glaube, es ist von mir weggenommen, ich bin verloren. Ja, die Krone, die ich hätte haben können, wirst du empfangen, schreibt sie in 1890. Als kleines Kind, 12-jähriges, hat jemand einen Stein auf ihren
Kopf geschmissen und ihr den Schädel gebrochen hier vorne. Damals gab es nicht die Operationen, die wir jetzt haben. Und sie lag am Rande des Todes. Hier ist ein altes Bild, wo es nicht repariert ist. Man sieht, das eine Auge sitzt höher wie das andere. Sie war beschädigt und sie war auch lahm im rechten Arm und konnte nicht mehr zur Schule, also hatte nur 3 Jahre Schulunterricht. Danach konnte sie nicht mehr zur Schule. Sie war eine Anhängerin dieses Adventglaubens. Und das Interessante ist, dass sie ihre Visionen nicht in einem Hinterraum irgendwo bekam, sondern ganz öffentlich, und zwar vor manchmal Tausenden, so wie in den großen Zeltmeetings, die sie damals hatten. Also öffentliche Visionen vor vielen Zeugen, nicht in einer kleinen Kammer mit dunklem Raum irgendwo versteckt. Die Lehre William Millers von der Wiederkunft haben sie wieder studiert und dann haben sie entdeckt, dass da ein Denkfehler war. Zurück zum Wort. Und die Heiligtumslehre wurde entdeckt und genau was der Erlösungsplan der Gottheit war, hier aufgezeichnet in dieser Heiligtumslehre. Und die ganze Theologie der Erlösung im Heiligtum wurde entdeckt. Wieder entdeckt. Das Gesetz wurde wieder entdeckt. Das Wort und das Gesetz. Und somit die Türe öffnete sich, dass Visionen wieder kommen konnten. Aber der Drache war erzürnt gegen die Frau und ging, um Krieg zu führen gegen die übrigen, die den Glauben Jesu haben und das Zeugnis Jesu, diesen Geist der Weissagung. Um diese Weissagung gibt es einen Kampf. Er ist wütend auf diese Frau und er wird sie bekriegen, was auch kommt. Denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Und warum? Damit ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe, während ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. 1. Korinther 1, Vers 7. 2. Petrus sagt auch, und wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort. Und ihr tut wohl darauf zu achten, als das auf ein Licht, das an einem dunklen Orte scheint. Wir sollen achten auf die Propheten. Frage ist nur, ist es eine wahre Prophetin gewesen oder nicht? Ich will doch nicht jemandem folgen, der nicht ein wahrer Prophet ist. Entweder es ist von Gott oder es ist nicht von Gott. Ja. Sie hat nichts dabei getragen zur Bibel, kann doch keine Prophetin sein. Nicht alle Propheten haben in die Bibel geschrieben. Zum Beispiel, es gibt viele, wir werden gleich einige ja nennen. Nathan zum Beispiel hat nichts beigetragen zur Bibel, aber war ein Prophet Gottes. Hulda hat nichts beigetragen zur Bibel, war aber Prophetin Gottes. Und Gott hat Männer und Frauen als Propheten gebraucht, im Falle da ein Problem ist, weil es eine Frau war. Zum Beispiel Nathan, Gad haben nicht im Alten Testament geschrieben, 2 Samuel 7,2, 1 Samuel 22,5. Prophetinnen waren Miriam, 2. Moses 15,20, Hulda, 2. Könige 22,14, Deborah, Judges ist Richter, 4, Vers 4. Und im Neuen Testament viele Propheten. Simeon, Anna, Agabus, Barnabas, die 4 Töchter Philippus, also viele Propheten gab es, die Gott gebraucht hat, sein Volk zu führen. Also die entscheidende Frage, hat sie die biblischen Kriterien erfüllt? War sie eine wahre Prophetin? War sie eine falsche Prophetin? Prüfe die Propheten. Ringsrum um ihre Zeit, zig sogenannte Propheten, die alle von Jesus wegführen. Manuskript 88a. Der Herr hat gesagt, schreibe die Dinge nieder, die ich dir zeigen werde. Ich begann, sehr jung an Jahren, dieses Werk zu vollbringen. Meine Hand, die aufgrund von Krankheit schwach war und zitterte, wurde, sobald ich die Feder in die Hand nahm, ruhig. Also, die Hand konnte schreiben, obwohl sie
fast gelähmt war. Stellt sie das Wort Gottes und das Gesetz Gottes auf den Leuchter? Diese beiden Kriterien müssen erfüllt werden. Ist die Bibel maßgebend, der Mittelpunkt? Der große Kampf, Seite 9. Die Heilige Schrift soll als eine maßgebende, untrügliche Offenbarung seines Willens angenommen werden. Sie ist der Maßstab für den Charakter, die Verkündigung der Grundsätze, der Prüfstein der Erfahrung. Heilige Schrift, hoch, Zeugnis. Selected Messages. 1. Haltet euch an die Bibel, wie sie ist, und beendet eure Kritik bezüglich ihrer Gültigkeit und gehorcht dem Wort, und keiner von euch wird verloren gehen. Bibel auf den Leuchter. Noch eins, Seite 416. Die Bibel und die Bibel, was steht da? Allein soll unsere Glaubensgrundlage sein. Das einzige Band der Einheit. Gottes Wort ist unfehlbar. Hebt das Banner hoch, auf welchem die Bibel geschrieben steht, unser Maßstab für Glaube und Erziehung. Wow. Also die Bibel und die Bibel allein. Dann was helfen diese Schriften uns, wenn unser Maßstab die Bibel und die Bibel allein ist? Sie sind also nicht hinzugefügt als etwas Neues, sondern sie sind nur ein Leuchter, der das, was in der Bibel steht, klar macht. Also nicht neues Licht, sondern das Anheben des Alten. 5 Testimonies. Der Herr möchte euch warnen, zurechtweisen, Rat geben mit diesen Zeugnissen. Die geschriebenen Zeugnisse sind nicht da, um neues Licht zu geben, aber um einen starken Eindruck auf uns auszuwirken, der die alten Wahrheiten, die schon kundgegeben sind, verstärken soll. Also diese Zeugnisse sind da, um das Alte deutlicher zu machen. Neue Wahrheit wird nicht hervorgebracht, aber Gott wird durch diese Zeugnisse die alten Wahrheiten einfacher darstellen, damit wir sie verstehen können. Also zum Zeugnis, zur Bibel, ja. Neues Licht, nein. Alles, was gesagt ist, muss im Rahmen der Bibel verstanden werden. Also die Bibel bleibt mein einziger Maßstab, nichts anderes. Und somit erfüllt sie dieses Kriterium. 15 Manuscript Release sagt, zeigt ihnen die Prophezeiungen, zeigt ihnen die Reinheit und die verbindlichen Forderungen des Gesetzes Gottes. Zeugnis und Gesetz, die beiden. Nicht der kleinste Buchstabe dieses Gesetzes soll seine Kraft verlieren, sondern seine verbindlichen Forderungen gegenüber jedem Menschen bis ans Ende der Zeit behalten. Also Gesetz und Zeugnis. Noch eins. ST. Signs of the Times. Kann der Mensch nicht erkennen, dass er, wenn er das Gesetz Gottes geringer macht, als es ist, Christus verunehrt? Also hat sie das Gesetz und Zeugnis angehoben, ja oder nein? Ja. Sie erfüllt dieses biblische Kriterium. Evangelism, call to expose the man of sin. Der Mensch der Sünde muss offenbart werden. Die Menschen müssen wissen, worum es geht. Sagt die Bibel das? Ja. Studiert kleine Horn, Daniel 7, dann werdet ihr sehen, dass das ein biblisches Kriterium ist. Offenbarung 13, Offenbarung 17, biblisches Kriterium. Erfüllen sich ihre Vorhersagungen? Wichtiges Kriterium. Sie hat vorausgesagt, dass San Francisco Erdbeben und hat gewarnt, raus, denn es kommt ein Erdbeben. Es ist in Erfüllung gegangen. Sie hat geredet über die Kriege. Sie hat gewarnt über Verschwörungen, so wie in Jesaja genannt, dass die kommen werden. Sie hat gewarnt, bleibe weg von den Freimaurern und Geheimorganisationen. Über die haben wir ja geredet. Denn diese Schrift hat mit Geheimorganisationen zu tun. Sie schreibt, dass die schrecklichen Geschehen in unserer Zeit
von der Johannes da gelesen hat, wird uns zeigen, wie gefährlich es ist, um mit Geheimorganisationen etwas zu tun zu haben. Und wir haben ja gesehen in den Vorträgen genau, wie die Geheimorganisationen diese Welt im Griff haben. 18 Manuscripts released. Alle müssen Weisheit haben, um sorgfältig dieses Geheimnis der Bosheit zu entdecken, welches so eine große Rolle spielt am Ende unserer Zeit. Es werden Verbündnisse geben, Verschwörungen, Confederacies, und dann wird es nur zwei Parteien geben. Die, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesu, und die, die es nicht tun. Dann schreibt sie hier, dass die Geheimorganisationen nicht Gottes Gesetz ehren werden und dass sie die Grundlage sind für, was auf dieser Welt passiert. Genauso ist es in der Welt heute. Sie sagt vorher in 4 Manuscripts Release, dass gigantische Monopolien gegründet werden und Gewerkschaften und dass das eines der Gründe ist, warum da so ein Chaos auf dieser Welt kommt. Und genau das sehen wir heute. Wir sehen, wie die Banken zusammenschmelzen, wir sehen, wie die großen Firmen zusammenschmelzen, wie die Autoindustrie rationalisiert wird, die Luftindustrie, Flugzeugindustrie rationalisiert wird, wie der S-Markt geändert wird, Großfirmen alle zusammenkommen und der kleine Mann, der muss aussterben und abhängig werden. Und endgültig werden die Menschen nichts mehr haben, keine Macht mehr haben oder irgendetwas. Und dann wird es rumgehen auf diesem Planet. Genauso ist es geschehen. Wer die Gewerkschaften noch nicht kennt, wer nicht weiß, was mit ihnen vorgeht, der hat noch viel zu erleben. In Südafrika, die Gewerkschaften waren sehr tätig in all den politischen Veränderungen, die wir hatten. Studenten wurden gebraucht durch die Gewerkschaften, die haben die Universitäten geschlossen. Wenn die Studenten nur wagten, um weiter zu lernen, gab es einen Krieg. Ich selber war in zwei Fällen mit Gewerkschaften, hatte ich Probleme. Das eine Mal, die Studenten, ich hatte ihnen gesagt, die Klassen gehen weiter, die Gewerkschaft kam. Es waren Tausende. Die Polizei mit ihren Waffen ringsrum, rund um mich, die haben nicht einen Finger gehoben. Die kamen zu Tausenden, kamen sie in das Gebäude, rund um das Gebäude und haben gesagt, mach auf, wir gehen da rein, deine Studenten. Und die hatten Knüppel in der Hand, die brechen die Knie der Männer und treten den Frauen, wenn sie an den Haaren rausziehen, ins Gesicht. Das ist nicht eine schöne Sache zu sehen. Ich habe mich da vorgestellt und habe gesagt, ihr kommt nicht hier rein. Ich dachte, die Polizei hilft mir von wegen, die hat mir nicht geholfen. Und die kamen dann und haben sie gesagt, gut, dann gehen wir durch. Und sie sind gedrückt, haben mir die Rippen alle gebrochen. Aber die Tür hielt, aus irgendeinem Grund hielt sie. Und ich habe gebetet und habe gesagt, Herr, wenn das meine letzte Stunde ist, dann ist es meine letzte Stunde. Aber hilft, dass die nicht hier reinkommen. 7-mal kamen sie nach vorne. Das ist nicht ein angenehmes Gefühl, wenn man sich, man hört ja, wie die Leute zerquetscht werden beim Fußballstadion, wenn da eine Stampede ist und so weiter. So ist es, man kann nicht atmen, man hört, wie die Rippen knacken und man denkt, das ist das Letzte. 7-mal und plötzlich sagt der Leiter, hebt die Hand hoch und sagt, hier kann man nichts machen, dreht sich um und die ganze Bande geht raus ins nächste Gebäude und da haben sie alles kurz und klein geschlagen. Kurz und klein und die Menschen so beschädigt, das war eine ganz schreckliche Sache. Ich war in einem anderen Gebäude im Senat, als die Gewerkschaft ringsrum kam und die wollten die Senatoren von der Universität, wollten sie abmurksen oder was auch immer, wegen Gehaltserhöhungen, mit denen wir nichts zu tun hatten. Die standen um das Gebäude, haben rhythmisch nachher, so wie im Afrika-Stil, gegen das Gebäude geschlagen. Das hatte riesen Glasfenster, ganz dicke Shatterproof-Glasscheiben. Und plötzlich, das ganze Gebäude ist quasi explodiert.
All die Scheiben sind gleichzeitig auseinander gesprungen. Es kam wie Regen runter. Du denkst, du stehst am jüngsten Tag. Und hier stand eine Masse, die nur Mord in den Augen hatten. Und ich bin dann, als eines dieser Professoren bin ich dann hin und habe gedacht, okay, ich werde versuchen, Frieden zu machen. Ich bin dann hin und habe gesagt, was wollt ihr? Und habe mit ihnen geredet. Und die anderen, weil sie dann alle vor mir waren, sind hinten rausgeschlüpft, die anderen Senatoren. Dann haben die plötzlich gemerkt, dass die weg waren und haben sich schrecklich aufgeregt, sind alle rumgerannt, um die anderen zu suchen, die schon weg waren. Und da war der Weg offen. Ich dachte, ich wäre eine Leiche, aber da war der Weg offen. Ich bin einfach nur ganz ruhig durchgelaufen zu meinem Büro, habe mich hingesetzt und weitergearbeitet. Gewerkschaften werden eines der Gründe sein, warum viele Probleme auf dieser Erde kommen. Hier wurde es vorausgesagt, wir können es glauben. Trade unions will be one of the agencies that will bring upon this earth a time of trouble such as not been seen since the world began. Eines der Gründe, warum wir Probleme haben werden. Und eines Tages werden wir sehen, was dahinter steckt und dass sie diese Geheimorganisationen Götzen haben, die so wenig retten können wie die Götter der Hindus. Zweites Manuskript, Selected Messages 1.3.1. Alles vorhergesagt. Und wie wir reden müssen, wir müssen direkt reden. Wir müssen die Menschen warnen, vor was kommt auf dieser Welt. Aber es steht alles in der Bibel. Es ist nur eine Bestätigung und macht es leichter, um auszufinden, wo muss man suchen. Wir gehen nicht tief genug in unserer Suche nach Wahrheit. Studiert das Wort. Studiert das Wort. Prinz Emmanuel, wir müssen unter seinem blutbefleckten Banier müssen wir stehen. Denn Gottes Gericht kommt schon so langsam auf diese Erde. Wir müssen Wärme aus der Kälte anderen müssen wir entziehen. Wir müssen Mut aus ihrem Betrug holen und Treue aus ihrem, was auch immer, Treason. Und Ereignisse, die heute in der Welt geschehen, sowie die Schreckenserfahrungen in New York und anderen Städten der Welt. Februar 15, 1904 schreibt sie, einmal war ich gerade in New York, als mir in der Nacht gezeigt wurde, wie die Gebäude Stockwerk für Stockwerk immer höher erbaut wurden. Also vordem diese Wolkenkrabber da waren, Kratzer, hat sie gesehen, wie sie höher und höher und höher gebaut werden. Stockwerk für Stockwerk, immer höher. Diese Gebäude galten als brandsicher und waren zu Ehren ihrer Besitzer und Baumeister errichtet. Danach sah ich Feueralarm. Und dann sah sie, wie die Leute glaubten, dass diese Gebäude ganz sicher waren, aber diese Häuser wurden so schnell vom Feuer verzehrt, als wären sie aus Pech. Die Feuerwehr konnte die Zerstörung nicht aufhalten. Als in Los Angeles das Erdbeben war, sie haben versucht zu löschen, es gab kein Wasser, die Rohre waren alle eingefroren. Es konnte nicht gelöscht werden. Hier steht geschrieben, sie sah an diesem Tag große Feuerbälle kommen von den großen Häusern und fiel runter auf die Häuser. Da wie das Flugzeug da reinflog, großer Feuerball, der so runterfiel auf die Häuser. Und die Angst der Menschen war unbeschreiblich. Ja, was weiterkommen würde wegen Spiritismus, Krankheiten des Volkes und so weiter. Eine Wucht an Weisheit und Wahrheit, unglaublich. Dann die große Vision über die Gesundheit. Welch eine enorme Vision. 1864 schrieb sie, der Tabak ist ein Gift der betrügerischsten und boshaftesten Art. Er übt zuerst einen aufwühlenden und dann einen lähmenden Einfluss auf die Nerven des Körpers aus. Er ist umso gefährlicher, da seine Auswirkungen auf das menschliche System erst langsam sichtbar werden und zuerst kaum erkennbar sind. Viele Menschen sind Opfer seines vergiftenden Einflusses geworden. Tja, würdet ihr sagen, weiß doch jeder. Oh nein, das weiß jeder jetzt. Aber was hat die Wissenschaft gelehrt, als diese Frau gesagt hat, das ist ein Gift? Die Wissenschaft hat gelehrt, das ist die neue Kur.
Sie haben es vorgeschrieben für Leute mit Lungenproblemen, mit Tuberkulose. Es war ein Medikament, das Heil bringen sollte für die Welt. Erst in 1957 hat die Krebsgesellschaft gesagt und die Herzgesellschaft, dass es ein gefährlicher Stoff ist. Hier haben sie noch genau das Gegenteil gelehrt. Und eine kleine Person hat gesagt, es ist ein gefährliches Gift. Heute wissen wir es. So sieht eine Lunge aus von einem Raucher. Nicht gerade sehr angenehm. Was hat sie gesagt von Tee und Kaffee? Wo die Menschen gesagt haben, wunderbares Ding, was wir hier entdeckt haben. Was hat sie gesagt von dieser Ernährung, die heute so allgemein ist in der Welt? Sie wird dazu beitragen, dass die Menschen krank werden, Herz-Kreislauf-Probleme bekommen. Eine Vision, unglaublich. Von rein und unrein, was sind die Zustände da? Morgen kommt ein Vortrag, den müsst ihr nicht verpassen. Von Schöpfung zur Wiederschöpfung. Das wird interessanter. Da werden wir über einige dieser Dinge reden. Sie schrieb, dass es gefährlich sein wird, um Tiere zu verzehren, denn es werden Seuchen kommen und Krankheiten und dergleichen. Und es wäre besser, dies zu lassen. Heute, Fear in the Food Chain. Angst in der Ernährungskette. Health Alert over Chickens, aufpassen. Tödliche Eier, sagt der Spiegel. Naja, kein Mensch will es wahrhaben. Milchprodukte, nicht so gut. Was schreibt sie hier? Manuskript, Letter. Bald wird Butter nicht mehr empfohlen werden. Damals haben sie es empfohlen. Heute, wer empfiehlt heute noch Butter? Keiner. Nach einiger Zeit wird die Milch völlig weggetan werden, da die Tierkrankheiten im Verhältnis zur Zunahme der Bosheit unter den Menschen zunehmen. Die Zeit wird kommen, in der es nicht mehr sicher ist, Eier, Milch, Sahne oder Butter zu verwenden. Interessant. Lange vor dem Ereignis, 1901, heute ist das aktuell. Bewusst essen, Fleisch zu essen, war nie die beste Art der Ernährung. Heute ist der Genuss doppelt anfechtbar, weil sich Krankheiten unter den Tieren so schnell ausbreiten. Ihr braucht ja nur die Nachrichten anzumachen, fast täglich, um zu sehen, dass das sich bestätigt hat. Ein sehr interessantes Zitat. Wenn Milch gebraucht wird, muss es vollkommen sterilisiert werden. Dann ist es weniger problematisch. Butter ist weniger gefährlich, wenn sie kalt gegessen wird, als wenn damit gekocht wird. Wie kann diese Frau das wissen? Dass wenn die Butter warm gemacht wird, wird sie oxidiert und freie Radikale werden sich formen. Und das ist, was dazu beiträgt, dass man oxidierten Cholesterol hat, der Herz-Kreislauf-Probleme verursacht. Naja, tolle Sachen. Ich habe meinen Studenten, als ich bei der Universität noch alle diese Postgrads hatte, die Graduanten, solche wissenschaftliche Untersuchungen machen lassen. Und dann habe ich ihnen gesagt, aufgrund meines Erkennens, habe ich gesagt, das wird das Schlimmste sein, das wird das weniger Schlimmste sein und das wird das Beste sein. Und immer war es natürlich, das Schlimmste wird sein, das, was sie genau essen, haben sich immer schrecklich aufgeregt und haben gesagt, ach, du spinnst. Und dann, wenn die Studien vorbei waren, dann kamen sie immer, wie hast du das gewusst? Schau dir das mal an. Ganz schlimme Resultate für diese Gruppe. Die haben immer gedacht, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Nein, ich habe gelesen und hab's gewusst vorher. Käse sollte niemals in den Magen gelangen. Ach, das war sicher der damalige Käse, nicht wahr? Doch, 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 nicht der von heute. Nicht erst ein Bakterium kann diesen Käse weiter verdauen. Darum wird er ja auch Hartkäse genannt und liegt da. Und die Deutschen haben den Spruch, Käse schließt den Magen, weil da überhaupt nichts mehr los ist, wenn der Käse da drin ist. Und da kocht es im Bauch und der Bauch denkt sich, was soll ich mit diesem Dreck anfangen? So ist es. Käse können wir nicht gebrauchen. Casein können wir kaum verdauen. Was ist da noch drin? Da ist Galaktose drin, denn die Bakterien
haben den Laktose umgesetzt in Glucose und Galaktose. Glucose haben sie verarbeitet in Milchsäure und gibt dem Käse auch seinen Geschmack. Aber Galaktose können sie nichts mit anfangen. Und wir auch nicht. Also lagern wir ihn ab, wir kriegen grauen Star, lagern sich ab um den Eierstock, gibt Ovariumkrebs, alles wissenschaftlich schon bewiesen. Weg mit dem Käse. Wenn wir zugehört hätten, wäre das Problem schon längst gelöst. Aber Fanatismus? Nein. Lass die Reform progressiv sein. Wir müssen den Menschen zeigen, was man gebrauchen kann anstatt Milch und Butter. Kein Fanatismus hier. Das ist logisch. Wir müssen ihnen zeigen, was kann man anstelle von Eiern und Milch und Creme und Butter und dergleichen gebrauchen. Die Zeit wird kommen, wenn die Tierwelt so krank ist, dass es ein Fluch auf dieser Erde ist. Und dann, von wegen, vegan, nein, 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 das ist nicht gut. Was steht hier geschrieben? Kein Wunder, auch unpublished testimony. Aber es ist ein Testimony, unpublished oder nicht. Da ist keine Sicherheit im Fleischessen von toten Tieren. In kurzer Zeit wird die Milch der Kühe auch entfernt werden aus der Ernährung von Gottes gebotenen, haltenden Volk. In einer kurzen Zeit wird es nicht sicher sein, um irgendetwas, das von den Tieren kommt, zu essen. Ja, wenn wir nichts essen, was von den Tieren kommt, was nennt sich das heute? Vegan. Ich kann nichts dafür, da steht's. Die Killer all around, das ist Time Magazine. Wir leben in einer ganz schlimmen Zeit. In allen Teilen der Welt wird man Vorkehrungen treffen, um für Milch und Eier Ersatz zu schaffen. Der Herr wird uns wissen lassen, wann es Zeit ist, diese Dinge aufzugeben. Er möchte, dass alle erkennen, dass sie einen gütigen himmlischen Vater haben, der in allen Dingen unterweisen will. Der Herr wird seinem Volk in allen Teilen der Welt auf dem Gebiet der Ernährung Geschick und Fähigkeit verleihen und es lehren, wie man von den Gütern der Erde den rechten Gebrauch für Erhaltung des Lebens macht. Ist doch eine tolle Sache. Haben wir eine Entschuldigung? Anstelle Milch gibt es heute Reismilch, Sojamilch und. Mit Süße, ohne Süße, so wie es einem schmeckt. Wenn man abgeleckte Fensterscheibe gerne hat, kann man das auch essen. Wenn man es etwas schmackhafter haben will, kann man es auch bekommen. Wir haben keine Entschuldigung. Kuchen kann man backen, Käsekuchen in Anführungsstrichen, der schmeckt wie eine Himmelswolke. Man muss nur wissen, wie. Also nicht sagen, ich kann nicht, ich will nicht, sondern frag, wie soll ich es machen, dass es noch gut schmeckt. Wir brauchen keine leidenden Menschen sein mit solchen langen Goschen, weil wir so gesund leben müssen, ist ja schrecklich. Wonne dran haben, bewusst essen. Und nun zu Milch und Zucker. Ich kenne Menschen, die durch reformische Gedanken erschreckt wurden und sagten, dass sie damit nichts zu tun haben wollen, weil sie sich dieser Reform gegen den uneingeschränkten Gebrauch dieser Lebensmittel ausgesprochen hat. Änderung der Lebensweise sollte mit größter Sorgfalt vorgenommen werden. Kein Fanatismus. Wir müssen dabei behutsam und vernünftig vorgehen. Große Mengen von Zucker und Milch wirken zusammengegessen sehr schädlich. Das ist ein interessantes Zitat. Haha, ist ja ein Forschungsgrund. Also Milch und Zucker zusammen nicht gut. Also Studenten, kommt mal her, ich habe einen Auftrag für euch. Milch und Zucker zusammen ganz schlecht. Zucker alleine wahrscheinlich weniger schlecht. Milch alleine wahrscheinlich auch weniger schlecht als die beiden. Und dann etwas Gesundes am allerbesten. Macht mal einen Versuch. Und ihr werdet finden, das ist das Schlimmste, das ist weniger schlimm und das ist das Beste. Ach du Spinnst, warum sagen sie das? Weil sie sich die Schokolade von morgens bis abends reinjagen. Ist es nicht so? Naja, dann kommt der Versuch und was passiert? Oho! Hier ist ja ein Riesenproblem. Da werden ja die Eiweiße geändert. Und zwar so geändert, dass sie Veralterung und schnelles Verderben herbeibringen. Als ich das zum ersten Mal las, habe ich gesucht und gesucht in der Wissenschaft, konnte nichts finden.
Ich habe gedacht, ja, da muss es doch was geben, es gab nichts. Nachher haben wir selbst viel gemacht. Aber am Anfang, interessante Sache, ich saß in meinem Büro, bekomme einen Anruf von einem Kollegen, der hatte vergessen, seinen Studenten zu sagen, dass er einen Redner hatte. Und er hat auf den Kalender geschaut und gesehen, aha, ich habe die Studenten jetzt. Er hat gesagt, kannst du bitte deine Studenten rüberbringen zu diesem Vortrag? Ich war noch sauer, denn ich hatte so viel zu tun, musste ich meine Studenten zu diesem Vortrag hinnehmen. Ganz böse war ich. Der verschwendet meine Zeit. Setz mich dahin, mecker, 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 mecker. Und der fängt an und sagt, eine Schokoladenfirma hat mir Geld gegeben, um zu zeigen, wie gut Schokolade ist. Und somit habe ich dann gedacht, woraus besteht eine Schokolade? Sie besteht aus Milch, also nehme ich Milch. Sie besteht aus Zucker, also nehme ich Zucker. Sie besteht aus der Kombination Milch und Zucker, also nehme ich Milch und Zucker. Und sie besteht aus Koffein, nehme ich das auch. Theobromin, nehme ich das auch. Als ich hörte Milch und Zucker, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Dann habe ich mich aufrecht gesetzt und gedacht, ha, bin ja froh, dass ich doch hier bin. Manchmal meckert man, wenn der Herr irgendwie was leitet und dann merkt man, dass man selber der Dumme war. Und dann hat er erzählt, wie er die Kriterien gemessen hat. Er hat Studenten das trinken lassen. Einer hat ein Glas Zuckerwasser bekommen, der andere die Milch, der andere die Kombination, der andere die volle Katastrophe. Und dann gemessen, wie die Blutspiegel sich ändern. Und immer wieder Milch und Zucker. Bei den anderen ging der Blutzuckerspiegel und der Fettspiegel hoch, 3 Stunden kam er runter, aber bei der Kombination, 10 Stunden lang, blieb er gefährlich erhöht im Blut. Und das ist der Grund, warum man abends Milch und Zucker trinkt, damit man gut schlafen kann. Denn was dann passiert, der Fettspiegel im Blut geht so hoch, dass die roten Blutzellen bedeckt werden mit einer Fettschicht, das verhindert den Sauerstoffaustausch und dann schläft man eben ein. Aber dieser Fettspiegel verursacht ein Problem in dem Kreislauf und jetzt geht der Metabolismus runter, das Herz klopft langsamer, aber das Blut ist dicker und darum sterben die meisten Leute im Schlaf von Herzinfarkt. Interessant, ne? Also hier, wenn wir gehört hätten, wäre das Problem schon längst gelöst. Also man könnte sagen, hat sie das nicht aus den Geschriften von damals hervorgeholt? Ist das nicht eine Möglichkeit? Ja, es ist eine Möglichkeit, aber wie sollte sie wissen, was daraus zu holen, dass sie immer nur das Richtige ergreift und nicht all den anderen Quatsch, der dazu gehört? Also Gesundheitsbücher, Ministry of Healing, alle diese Bücher. Hat sie die Gemeinde erbaut? Ja. Ich sagte, ich erhöhe nicht den Anspruch, eine Prophetin zu sein. Ich beanspruche diesen Titel vor Menschen nicht, obwohl mich viele als solche bezeichnen. Ich wurde unterwiesen, die folgenden Worte zu sagen. Ich bin Gottes Botschafterin gesandt, den Irrenden eine Botschaft der Zurechtweisung und den demütigen und zerschlagenen Worte zu ermutigen zu bringen. Ich soll mit der Feder und meiner Stimme die mir übermittelten Botschaften weiterbringen. Also sie hat selbst nicht gesagt, ich bin Prophetin. Heißt das, dass sie keine war? Das wird oft so ausgelegt. Nein. Um zu sagen, dass ich eine Prophetin bin, ist etwas, was ich noch nie getan habe. Aber wenn andere mich das nennen, habe ich kein Problem damit. Also sie sagt nicht, dass sie nicht Prophetin ist. Sie will nur nicht damit protzen, dass sie Prophetin ist. Ich habe mehr als prophetische Aufgabe, sagt sie. Mehr als prophetische Aufgabe. Und dann später im ersten Selected Messages sagt sie, mein Werk, weil sie so viel gefragt wurde, jetzt bist du jetzt eine oder bist du keine, was sagst du? Sagt sie, mein Werk schließt so viel ein, dass es diesen Namen auch mit hineinzieht. Also sie sagt, ja. Ersten Selected Messages, es gibt so vieles in der Welt, was falsch ist, dass ich nur mein Werk tue und Leute sollen beurteilen danach, ob es so ist. Mein Werk hat mehr als nur die prophetische Aufgabe. Sie hat ja ein ganzes Werk aufgerichtet.
Erhöht sie Christus als den wahren Sohn Gottes? Antwort, ja. Review and Herald. Der Erlöser der Welt wurde so behandelt, wie wir es verdienen, behandelt zu werden. Sodass es uns möglich ist, so behandelt zu werden, wie er es verdient, behandelt zu werden. Toller Satz. Weißt du, einige glauben, dass weil da ein Stein ihre Stirn verletzte, dass diese Visionen epileptischen Anfälle sind. Das sind die besten epileptischen Anfälle, die ich in meinem ganzen Leben noch je gelesen habe. Er kam in unsere Welt und nahm unsere Sünden auf seine göttliche Seele, damit es uns möglich würde, seine verliehene Gerechtigkeit zu empfangen. Er wurde um unser Sünden willen verdammt, an denen er keinen Anteil hatte, damit wir durch seine Gerechtigkeit gerechtfertigt werden können, an der wir keinen Anteil hatten. Das ist tolles Schreiben von einer, die keine Ausbildung diesbezüglich hatte. Desire of Ages, das Leben Jesu, das beste Buch in der Welt. Es gibt keinen Evangelisten, der dieses Buch nicht gebraucht, auch von draußen und von drinnen. Denn es ist das beste Buch über das Leben Jesu, was es in der Welt gibt. So viel hat diese Frau geschrieben. Es gibt nur eine andere in diesem Zeitalter, die genauso viel geschrieben hat. Und das war Alice A. Bailey. Alice A. Bailey sagt, Lucifer ist Gott. Lucifer ist der einzigste Erlöser dieser Welt. Und wir sind Gott. Und die sagt, Jesus Christus ist Gott, zum Gesetz, zum Zeugnis. Man muss wählen. Entweder es ist von Gott oder es ist nicht. Das Leben Jesus, Steps to Christ, Desire of Ages, Christ's Object Lessons, über all die Gleichnisse in der Bibel. Eine Wucht an Wahrheit, unglaublich. Genug, um für die ganze Endzeit genügend zu machen. Und alles mit der Hand, so füllig geschrieben. Alle diese alten Geschriften, sprach sie mit Autorität? Oh ja. Unbestrittene Autorität für Manuskript. Sie hat die zurechtgewiesen, die zurechtgewiesen werden sollten, ob sie hoch oder niedrig waren. Trug sie gute Frucht? Antwort, überall wo sie reiste, gibt es Hospitäler, gibt es Schulen, wird ausgebildet, um Menschen gesund zu machen auf natürliche Weise oder wenigstens ist das Kriterium dargestellt. Ob es heute noch immer gemacht wird, ist manchmal eine andere Sache. Überall in der ganzen Welt, eine weltweite Organisation. Das ist das letzte Haus, wo sie gelebt hat, Elmshaven. Das war ihr Tisch, wo man essen konnte. Das war der Stuhl, wo sie ihre Visionen geschrieben hat. Das war ihr Bett. Man soll sie ja nicht verherrlichen. Es geht darum, hat sie Wahrheit geschrieben oder nicht. Das ist Gladys Kubrock, ihr Enkelkind. Und das ist die schwere Bibel, die sie hochhielt, so nach oben. Für lange, lange Zeit, ohne dass sie schwach wurde dadurch. Und sie erzählt gerne von diesen Geschichten. Jetzt die Frage. Hat sie die physischen Kriterien erfüllt? Ja oder nein? Komm, wir fassen die mal wieder kurz zusammen. Nummer 1, der Prophet fällt schwach zu Boden. Könnt ihr euch erinnern? Wir haben es durchstudiert. Nummer 2, er wird von Gott aufgerichtet und gestärkt. Nummer 3, während der Vision sind die Augen weit geöffnet. Nummer 4, atmet nicht, obwohl der Prophet redet. Das waren die Kriterien. Erfüllt sie sie? Ja oder nein? Und die können nicht gefälscht werden, denn Satan hat nicht Leben in sich, und kann es auch nicht verleihen. In der Öffentlichkeit vor Tausenden hatte sie ihre Visionen. Und hier sind die Beschreibungen von all den Augenzeugen. Wir brauchen nicht alles lesen, ich lasse nur da, man kann sie ja das Video stoppen und sie lesen. 4 oder 5 Sekunden lang scheint sie wie eine Person in Ohnmacht, fällt nieder, die keine Kraft mehr besitzt, zusammenzusinken. Dann aber wird sie augenblicklich von einer übernatürlichen Kraft erfüllt und steht manchmal sofort auf und geht umher.
Ihre Augen sind immer offen, aber sie zwinkert nicht mit denselben. Sie atmet nicht, aber ihr Puls schlägt regelmäßig. Das ist Augenzeugen. Hier ist Nellie Smith Starr, berichtet über Ereignis bei einer Vision, auch vor vielen Menschen. Sie bewegte sich hin und her und sprach zu uns, während sie hin und her ging, fiel sie zu Boden. Jetzt, da brauchte keiner sein, der sie fängt von hinten, damit sie sich verletzt. Nein, wenn das von Gott ist, dann braucht man das nicht. Sie fiel sanft zu Boden. Sie fiel so zu Boden, als ob die Hand eines Engels unter ihr wäre. Schwester White rührte vollkommen ruhig, ruhte vollkommen ruhig und bewusstlos. Ihre Augen waren geöffnet. Sie hatte einen angenehmen Gesichtsausdruck. Bruder White, das ist ihr Mann, sagte zu jenen großen Männern, alle sind ja skeptisch, ziere ihre Hände auseinander. Also diese kleine, spindeldürre Frau, die war noch krank und jung, ziere Hände auseinander. Ihr habt zwei Hände für ihre Hände. Zieht einfach ihre Hände auseinander. Sie versuchten es, sie zogen und zogen, bis einige von uns befürchteten, sie würden ihr wehtun. Konnten sie ihre Hände auseinanderziehen? Nein. Bruder White sagte, habt keine Angst, unter Gottes Bewahrung ist sie sicher. Ihr könnt so lange ziehen, bis ihr davon völlig genug habt. Das ist vor Tausenden, nicht in einer hinteren Kammer. Sie sagten, wir haben nun genug. Wir brauchen ihre Hände nicht mehr auseinanderziehen. Er sagte, bewegt einen Finger nach dem anderen nach oben. Dies war unmöglich. Sie konnten nicht einen Finger heben. Sie konnten nicht einmal einen Finger nach oben bewegen. Er schien einem Granitblock gleich. Bruder White sagte zu diesen Männern, dann stand sie auf und ging in Vision, hielt die Bibel manchmal hoch, manchmal bewegte sie den Arm so und er sagte zu ihnen, komm, wenn sie sich jetzt so dreht, greif den Arm und halt sie fest. Und was ist passiert? Was ist passiert? Haltet sie jetzt. Ich vermute, sie dachten, sie könnten sie halten. Sie nahmen sie bei den Handgelenken, konnten ihre Bewegung jedoch nicht verzögern, mussten also, wenn sie so machte, zack mit. Es sah so aus, als ob jedes Kind sie halten könnte. Dennoch führte sie ihre Bewegungen weiter vor vielen, vielen Augenzeugen. Und dann, was haben sie noch getan? Ihre Augen, haben sie sich bewegt? Nein. Da haben sie eine Kerosinlampe geholt und sie ans Auge rangehalten. Und natürlich musste dann zwinkern mit den Augen. Nicht sie, the eyelids did not close. Ihre Augen haben sich nicht geschlossen. Das steht in der deutschen Übersetzung nicht drin, steht aber im ursprünglichen drin. Darum habe ich es dazu getan. Wir müssen sehen, ob da Odem in ihrem Körper befindet. Atmet sie, ja oder nein? Es sah nicht danach aus. Alles hatte den Anschein, in Ordnung zu sein. Lediglich der Atem blieb aus. Bruder White sagt, jetzt werden wir einen Spiegel holen und diesen Punkt prüfen. Jemand ging nebenan, holte einen Spiegel. Der Mann sah nahe ihr Gesicht, den man dann nahe an ihr Gesicht hielt. Es war kein Atemhauch auf dem Glas zu erkennen. Sie atmete nicht. Nicht genug. Gott hat gesorgt, dass Ärzte sie untersuchen. Skeptische Ärzte. Ja, was ist denn das? Das ist ja Unsinn. Dann kamen sie rein und die Mediziner waren bei dieser Vision. Bei dieser Vision war Dr. Fleming und ein anderer junger Arzt da. Sie sollten sie untersuchen und sie holten eine angezündete Kerze und hielt diese Kerze so nah an die Lippen, derweil sie sprach, ohne sie zu verbrennen, auf gleicher Ebene mit ihrer Nase, falls sie atmen sollte. Aber die Flamme flackerte kein bisschen. Der Arzt sagte dann mit Nachdruck, dies beweist es, eins für allemal, es ist kein Atem in ihrem Körper. Da sind die Zitate, alles ist da. Noch Mediziner? Wir waren zugegen als Schwester White im Februar 1857 in Waldron's Hall, in der Halle, vor vielen Hillsdale ein Gesicht hatte. Dr. Lord untersuchte sie und sagte, ihr Herz schlägt, aber kein Atem ist vorhanden. Leben ist da, aber keine Tätigkeit der Lungen. Ich kann diesen Zustand nicht erklären. Also entweder sie war eine Prophetin oder sie war keine Prophetin.
Das ist unsere Wahl. Ich habe gelesen, so viel ich lesen kann und werde hoffentlich lesen, bis ich eines Tages meine Augen schließe. Und ich habe noch nie etwas gefunden, was gegen Bibel oder Gesetz ist oder was irgendwie abbringt von Gott. Ich habe vieles gelesen, was ich nicht verstehe. Und vieles, was ich dachte, ist genau das Gegenteil von wie es sein soll. Und manchmal kommt dann das eigene Ich und sagt, das kann nicht sein. Aber ich habe mir einen Entschluss gemacht. Ich habe gesagt, Herr, ich mache es zu und ich lasse es liegen, bis ich es einmal verstehe. Und wenn es so ist, dann zeige mir. Manchmal ein Jahr, manchmal zwei Jahre, manchmal drei Jahre danach. Plötzlich entdecke ich etwas, jemand gibt mir was zu lesen und ich sehe, meine Güte, ich war doch verkehrt. Und sie hatte schon wieder recht. Das irritiert mich und es geht mir auf den Wecker. Sie hat immer recht. Und so ist der Mensch. Er möchte sich dagegen auflehnen. Und er möchte sagen, so und so und so. Natürlich müssen wir wissen, sie war so, dass nicht jedes Licht von Anfang an da war. So viel Licht kam, wurde es gezeigt. Also, war sie oder war sie nicht Prophetin? Ich glaube, sie erfüllt als einzigste jedes einzelne Kriterium. Und ein wichtiges vielleicht noch, was nicht da steht. Die wahren Propheten wurden verachtet. Die falschen Propheten wurden verherrlicht. Und somit ist es auch. Wenn man nur sucht, man kann Bücher vollkriegen von diesem sogenannten falschen Propheten und man kann Bücher und Bücher finden von der Verherrlichung des sogenannten guten Propheten, so wie Alice A. Bailey und Blavatsky und was weiß ich. Und die Könige der Erde und die großen Köpfe in der UNO sagen, das sind die wunderbarsten Geschriften, die es gibt. Und hier ein Hass. Das ist auch ein gutes Zeichen. Jeremia war nicht beliebt. Jesaja hat man in zwei gesägt und so weiter und so weiter. Also wenn alle hinterherrennen und sagen, das ist eine tolle Sache, aufpassen. Der Gauss der Weissagung 1844, 1915, das Kriterium ist, lies. Und ich möchte doch gerne mal einen Vorschlag geben. Lies das Ursprüngliche. Muss nicht das, was jeder schreibt, über diesen Geist der Weissagung lesen? Denn jeder filtriert das durch sein eigenes Wissen. Und dann hast du die Hälfte. So wie in der Bibel haben wir eine Dichotomie. Die Bibel hat oft zwei Dinge, die regelmäßig gegeneinander stehen. Zum Beispiel, der behauptet, er ist ohne Sünde, ist ein Lügner und die Wahrheit ist in nicht, nicht in ihm. Und die Dichotomie, sei perfekt, wie dein Vater im Himmel perfekt ist. Zwei Dinge, die regelrecht gegeneinander stehen, aber in Christus eins sind. Und so kann man den Geist der Weissagung auch filtrieren, dass man nur Negatives sieht. Und man kann nachher ein miserabler Christ werden, weil man nie was Richtiges tut. Aber wenn man das direkt liest, dann hat man das, was man verkehrt tut, und das, was wieder erbaut, gleichzeitig da. Und hat man ein volles Bild. Lies die ganze Sache. Sie ist gestorben, sie ist begraben. Unserem Volk ist in den letzten Tagen reichlich Licht gegeben worden. Ob nun mein Leben bewahrt werden wird oder nicht, meine Schriften werden doch fortwährend reden. Und ihre Auswirkungen wird, solange noch Zeit ist, andauern. Ich glaube, das ist das letzte Wort. Viele warten auf noch Worte. Was soll Gott denn noch machen? Nochmal sagen, was man nicht hören will? Oder lieber lesen, was schon gesagt ist? Meine Schriften werden im Archiv aufbewahrt. Und auch wenn ich nicht mehr leben sollte, werden diese Worte, die mir vom Herrn gegeben wurden, immer noch lebendig bleiben und zu den Menschen reden. Wir haben eine gewaltige Gabe. Sie hat keinen geistlichen Stolz gezeigt. Sie war demütig. Sie hat nicht Geld gesucht für das, was sie tat. Sie hat den Armen geholfen. Sie hat ihr Geld für die Aufrichtung Gottes Werkes gegeben. Sie hat das Leben gelebt einer würdigen Prophetin, the most admirable, die, was ist admirable in Deutsch?
die meist bewundernswerte von den amerikanischen Succession Propheten. The New York Independent, August 23, 1925. Eine ganz unabhängige Quelle. Und wenn die das sogar erkennen, wieso nicht wir auch? Möge Gott uns helfen, um das, was er uns gegeben hat, um uns den Weg zu zeigen in dieser schlimmen Zeit, nicht als was Neues hinzu zur Bibel, sondern die Bibel und die Bibel allein als Maßstab aller Lehren. Mit dieser Hilfe können wir sie viel besser verstehen. Gott hilf uns. Danke. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Und sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen, auf den Wolken des Himmels, mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden, mit starkem Posaunenschall. Und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Windrichtungen her, von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Von dem Feigenbaum aber lernt das Gleichnis: Wenn sein Zweig schon saftig wird und Blätter treibt, so erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Also auch ihr, wenn ihr dies alles seht, so erkennt, dass er nahe vor der Tür ist. Heute geht es um den Höhepunkt der Geschichte. Wir haben viel Geschichte gehört in den letzten paar Tagen hier. Wir haben viel gehört über, was die Könige der Welt so vorhaben und dass ein Königreich hier auf Erden aufgebaut werden soll. Und es ist tragisch, dass die ganze Welt diesem System folgt. Es gibt nur meines Wissens nach eine einzige Gemeinschaft in der ganzen Welt, die die biblische Geschichte der Wiederkunft erzählt. Alle anderen Glaubensgemeinschaften haben eine Lehre, die nicht mit der Bibel übereinstimmt. Und das wollen wir heute prüfen anhand der Bibel. Weil diese Serie auch gemeint ist, dass viele Leute erreicht werden sollen, auch Leute, die nicht zu dieser Gemeinschaft gehören, ist es notwendig, dass wir die Texte aufzeigen und den Menschen gezeigt wird, was die Bibel eigentlich dazu sagt. Denn alle, wie die Juden damals, warten auf ein neues Reich. So, die nächsten beiden Vorträge sind über die Ereignisse, so wie sie ablaufen werden, von der Zeit, wo das sogenannte Gegenreich aufgerichtet wird, bis zum neuen Reich Christi. Danach sah ich einen anderen Engel, Offenbarung 18, 1, Vers 4, herabsteigen. Der hatte große Gewalt und die Erde wurde erleuchtet von seiner Herrlichkeit. Und dann folgt die Geschichte von diesem Engel, der warnt, dass Babylon ein Haus der Dämonen geworden ist, dass Babylon ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel geworden ist, dass da ein falscher Geist
in den religiösen Systemen der Welt gegenwärtig ist. Und wir haben in dem Vortrag gestern gesehen, dass das heißt, dass die Welt aufgeklärt werden muss, über welche Zustände in den Glaubensgemeinschaften seit 1844 hereinkamen, um die Menschheit in die Irre zu führen. Denn von diesem Wein ihrer grimmigen Unzucht haben alle Völker getrunken und die Könige der Erde haben mit ihr Unzucht getrieben. Und die Kaufleute der Erde, also die ganze Ökonomie, die Könige der Erde, sind von ihrer gewaltigen Wollust reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel, die sprach, geht aus ihr heraus, mein Volk. Es ist eine trennende Botschaft, damit ihr nicht Sünden an ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihrem Plagen empfangt. Das ist die letzte Botschaft. Das ist der laute Ruf, der rausgeht, um ein Volk Gottes zu trennen von allen Glaubensgemeinschaften in der Welt, die auf dem festen Fels Jesus Christus gebaut ist und sagen, wir folgen dem Herrn, wir folgen ihm als Erlöser, als König und wir werden ihm auch im Gehorsam folgen. Jesaja 24, Vers 5, denn die Erde ist unter ihren Bewohnern entweiht worden. Sie haben die Gesetze übertreten, die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen. Wir haben gesehen in den letzten Vorträgen, wie der Katholizismus die Gebote Gottes geändert hat, wie die Menschheit die Gebote beiseite legt und Menschenrechte ins Mittelpunkt hineinlegt, damit die biblischen Prinzipien nicht mehr gelten sollten, sondern diese Menschenrechte. Und dann soll ein Gesetz kommen, welches Gottes Gesetz beiseite legt und der Sonntag soll erhöht werden und der Sabbat beiseite gelegt werden. Sie haben die Satzung abgeändert, den ewigen Bund gebrochen, die Gesetze übertreten. Eines der letzten Ereignisse auf Erden. Und dann kommt das schreckliche Dekret. Die Leute müssen eine Entscheidung machen. Entweder sind sie für oder sie sind gegen Baal. Offenbarung 22, 11 und 12. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Siehe, ich komme bald und mein Lohn, das ewige Leben, ist mit mir, um einem jeglich zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Das ist ja der schöne Glaube, den wir haben. Ob wir 5 Minuten vorher für den Herrn anfangen zu arbeiten oder 30, 40, 50, 80 Jahre für den Herrn gearbeitet haben, der Lohn bleibt der gleiche. Es ist das ewige Leben. Meine Schwiegermutter hat sich immer darüber aufgeregt und gesagt, das ist nicht fair, dass die, die kurz arbeiten, den gleichen Lohn kriegen wie die, die lange arbeiten. Aber wenn sie den Lohn versteht, entweder man hat das ewige Leben oder man hat es nicht. Man kann nicht nur ein Stückchen davon haben. Also der Lohn bleibt der gleiche. Eine Typologie gibt es hier zu dieser Geschichte auch in Ägypten. Nämlich als Mose nach Ägypten kam, um sein Volk herauszuführen, da hat Pharao sich dagegen aufgelehnt. Das ist die Typologie, der Auszug, ein Weg nach Kanaan, das ist die Typologie, die Antitypos ist ein Auszug aus Babylon und das ganze Volk geht dem himmlischen Kanaan entgegen. Hier gab es einen Pharao, der hat sich dagegen gestellt und an der Ende der Zeit gibt es auch einen, der Mann der Sünde, der Mensch der Sünde, der sich dagegen stellt. Also wir haben diese Typologie. Die Bibel ist ein fantastisches Buch. Und natürlich, eins der ersten Reformen, die Mose wieder eingeführt hat unter dem Volk, ist Sabbathaltung. Und einer hat sich darüber aufgeregt, nämlich der Pharao. Weiter sprach der Pharao, siehe, des Volkes schon zu viel im Lande, und ihr wollt sie noch von ihrer Arbeit feiern heißen? Ja, das ist ein interessantes Wort. Im Englisch liest das,
You, Moses, make them rest. You, Moses, make them rest. Du lässt sie ruhen. Und das Wort Rest, was da gebraucht wird, ist das Wort Shabbat. Du, Mose, du lässt das Volk Shabbat, Sabbat halten. Und was hat Pharao gesagt? Nein, ihr werdet nicht Shabbat, also ein Gesetz gegen den Sabbat. Nimm ihnen weg, ihr Stroh, sie sollen ihr eigenen Stroh noch sammeln und sie werden nicht weniger Steine machen. Zur Arbeit, kein Shabbat. Also ein Anti-Gegen-Sabbat.